Namaste, welcome. Namaste und willkommen alle zusammen zum Satsang heute hier in Rishikesh, diesen Nachmittag, einen warmen Nachmittag. Und natürlich auch willkommen an alle unsere Freunde, die an der Live-Übertragung teilnehmen, überall auf der Welt. Also ein großes Willkommen an alle und ich freue mich sehr, euch alle hier wiederzusehen. Und wer wird heute kommen? Du? Ja, bitte komm. Hallo. Hallo. Namaste. 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 I just want to share some good news. Ich möchte ein paar frohe Nachrichten mit dir teilen. Nachdem ich in Sahaja war und mit dir über meinen Vater gesprochen habe, danach bin ich nach Holland zurückgefahren. Ja, bitte sprich ein bisschen langsamer. Also ich erinnere mich dran, du warst in Sahaja und du hast mir von deinem Vater erzählt. Und dann bist du zurück nach Holland gefahren. Ja, und dann bin ich nach Griechenland gefahren, weil er dort alleine war. Und dann habe ich ihn mit zu dir gebracht. Und nachdem ich wieder nach Holland gefahren bin, nachdem er gekommen ist, hat er immer noch ein paar Probleme, sodass ich ihn dann jede Woche besucht habe. Und was immer in mir aufgestiegen ist, um ihm zu sagen, das habe ich ihm gesagt. Und ich war vollkommen leer und habe ihm einfach gesagt, was gekommen ist. Und es hat ihm sehr geholfen. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, weil es mir gezeigt hat, dass ich keine Zeit verschwenden soll in diesem Leben. Und das ist, was ich tun möchte. Auch nachdem ich nach Holland zurückgefahren bin, habe ich wieder auf der Straße Musik gemacht und habe das doppelt oder dreifache verdient, was ich sonst verdient habe. Also alles ist eigentlich super. Ich habe dich in meinem Herzen getroffen und eines Tages wusste ich, ich möchte gerne was anderes machen und ich sollte eigentlich wieder zu meinem Job gehen, aber den Abend vorher habe ich gefühlt, ich kann da nicht wieder zurück. Und dein Ratschlag ist oft, du sagst es. Und dann bin ich gerade zu diesem Restaurant wieder gelaufen, aber dann habe ich gesagt, nein, ich komme nicht. Und sie haben versucht, mich zu überzeugen, dass ich komme, aber ich habe gesagt, nein, ich komme nicht. Und du hast mir einfach das Vertrauen gegeben, dass ich weiß, von der Musik leben kann. Und wenn du einen Traum hast, dann lebe ihn, weil das ist das letzte Leben, weißt du? Could be. Könnte sein. So, thank you. Thank you. Also danke. Thank you. Sehr schön. Namaste. Namaste, Moji. Namaste. Moji. A few weeks ago, vor ein paar Wochen I was watching one of your habe ich eins von deinen Videos geschaut and, you mentioned und du hast da erwähnt, you are a ping-pong master. Dass du ein Ping-Pong-Meister bist. A ping-pong dass ich was master. War? Ein Ping-Pong-Meister. I said master? Habe ich Meister yeah. gesagt? Ja. Okay. The incredible synchronicity is I too am a ping pong master. Die unglaubliche Synchronizität ist, dass ich auch ein Tischtennismeister bin. I have one brother who is a ping pong master. Ja, also ich bin eigentlich kein ping pong meister, aber mein Bruder, der war ein großer Tischtennismeister. Und nachdem mein Vater gestorben war, ist er mit meinem Onkel aufgewachsen und der war ein Tischtennissüchtiger. So, same here. Ja, ich bin das Gleiche. So as actually as a part of our daily one of also es war wie ein Teil unserer täglichen Übung eigentlich Tischtennis zu spielen und so haben wir damit angefangen und okay, very good. Very good at it. Very good und er war wirklich gut dabei. Damit. Aber mein jüngster Bruder, der war noch besser. Both of them ich habe zwei jüngere Brüder good, und beide waren sehr gute Tischtennisspieler.
one of Jamaica's top. Mein jüngster Bruder ist einer von Jamaikas größten Tischtennisspielern. Also in der Liga kann ich nicht mitspielen, vor allem nicht zur Zeit. I have to tell you, I was a high school ping pong champion. Ich war in der Uni ein Tischtennis-Champion. Ping pong champion. Und ich war auch der Schlafraum-Tischtennissieger. A few weeks ago, I became. Vor ein paar Wochen wurde ich der kanadische Olympic champion Sieger and world champion und ping pong. Der Weltbeste im Tischtennis. So. My urgent burning mein dringendstes Brennen, mein dringendster challenge you to a ping pong match and have ist, dass ich dich zu einem Tischtennismatch herausfordern möchte. And have you defeat me so bad that I would be embarrassed. Und du musst mich so sehr schlagen, dass ich hier mich zu sehr schämen würde, sodass ich nicht mehr Ping Pong spielen könnte bis zum Ende meines Lebens. For those who don't quite, I hope you understand what I'm saying. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich glaube schon. Ich habe kein Problem mit den negativen Teilen meines Lebens. Ich kann diese negativen Sachen total durchschauen, aber die positiven Sachen, die drehen und drehen sich in meinem Verstand und beschäftigen mich. Und Tischtennis ist ein Teil davon. That's my request. Das ist meine Anfrage. If you can possibly defeat me, it would be incredible. Könntest du mich bitte schlagen? Das wäre einfach unglaublich. So let me get it now. Okay. So you also, lass es mich rekapitulieren. Du bist ein Meister im Tischtennis, auf allen Ebenen. Du bist der Supermaster, auf allen Ebenen. Also du bist der Super-Tischtennis-Meister auf allen Ebenen, wo auch immer, Weltmeister. Ich wurde noch nie geschlagen. Aha, der Ungeschlagene, okay. So. And you want to take me und du on. Möchtest mich herausfordern? Yes. You want to take me on. Yeah. And you hope that by und, because all your good qualities. Weil du sagst, dass alle deine guten Qualitäten. Tell us again. It's in my meditation. It's so. Yeah. Much easier when I look at all the tragedies. Wenn ich alle Tragödien anschaue, kann ich die sehr klar sehen und die bleiben nicht an mir kleben, die kommen nicht wieder. Aber die positiven Sachen, über die ich liebe, ist darüber nachzudenken, die kommen immer wieder und die hindern mich daran. I have to get it right here. First, I've got to also ich muss es noch mal verstehen. Also, du sagst, du hast kein Problem with working things in your mind. Du hast kein Problem the negative things. Damit put them right, die negativen Sachen in deinem Verstand beiseite zu legen. Ja, also ich hatte meinen Teil an Tragödien, aber die halten mich nicht zurück. Aber die Erfolge, die ich hatte, die habe ich, ich denke die ganze Zeit darüber nach. And I feel is the biggest issue that's preventing me. Und ich habe das Gefühl, das ist die größte Hürde, die mich daran hindert, präsent zu sein. Yes. Ja. Isn't it amazing that ist es nicht erstaunlich, dass das, was am natürlichsten ist, which is presence, was die Gegenwärtigkeit ist und präsent sein, as it is, so wie es ist, without frills, just as it is, ohne Inhalt, ohne natural, nur was es ist, was natürlich natural, ist.
we find now is one of the most difficult thing. Wir finden heraus, dass das eigentlich das Schwierigste ist, es zu erreichen, obwohl es selber nicht etwas ist, was erreicht wird. Es ist unser natürlicher Duft, unser natürliches Sein. Aber jetzt versucht etwas, dies zu erreichen und das darin zu stabilisieren. Was könnte das denn sein? Unsere gegenwärtige Idee, die wir von uns selber haben, scheint Anstrengungen zu unternehmen, um wieder zu seinem Ursprung zurückzugelangen, zu seiner Quelle, was die natürliche Präsenz, die natürliche Gegenwärtigkeit ist, um endlich ruhen zu können. Ich habe die Geschichte von einem Vogel erzählt, der an einem sehr friedlichen Ort gewohnt hat und dann hat er auf einmal sehr viele Probleme aufgelesen und musste sie dann wieder fallen lassen, nur um wieder zu seinem Ausgangspunkt zurückzukommen. Und deswegen scheint es so, als wenn jeder seiner eigenen Art, in seinem eigenen Fluss zum Ozean, muss durch diese Erfahrung gehen. And the sense of person seems to imitate. Denn der Verstand und das Gefühl der Person scheint das Selbst zu imitieren. Und wir probieren, ob diese Version, die der Verstand geschaffen hat, funktionieren kann. Und der versucht mit dem Verstand zu erfolgreich zu sein, ob das funktioniert. Aber im natürlichen Zustand gibt es gar nicht das Konzept, ob es funktionieren kann oder nicht. Es ist einfach nur. Und wir versuchen, zu unserem Ist-Sein zurückzukommen. Und warum scheint das so stark zu sein? Weil die Idee, die wir von uns haben, nicht wir selbst sind. Die Idee, die wir von uns haben, ist nicht, was wir sind. Du musst aus dieser Idee herauskommen, um wieder in deinem natürlichen Sein zu ruhen. Und wie kann das getan werden? Etwas, das als Sein angefangen hat, wurde zum Werden und muss jetzt wieder durch ein Unwerden zurück zum Sein kommen. Ja. Unser natürlicher Zustand ist zu sein. Zu sein ist nicht ein unveränderlicher Zustand. Im Sein fließt alles, genauso wie das Leben. Das Leben ist auch Sein. Alles bewegt sich. Alle verschiedenen Geschmäcker sind da. Frieden ist da und Freude. But let me include that even the sense of succeeding and failing. Selbst das Gefühl von Erfolg und Misserfolg kann da sein, aber das wird oberflächlich. Aber wenn es ein Gefühl eines Egos gibt, einer Person, die ein sehr starkes Verlangen hat, besonders zu sein oder Erfolg zu haben, dann was mit Misserfolg gemessen und verglichen werden muss, dann glauben wir wirklich an dieses Gefühl der Person. Und dann sind wir von unserem natürlichen, mühelosen Sein abgewichen. Wir sind abgewichen in Zustände des Seins. Und was eigentlich dazu gedacht war, genossen zu werden. Weil ich sage manchmal, das Bewusstsein erschafft das Gefühl eines Problems, um die Auflösung dieses Problems zu erfahren. Aber es ist, als wenn es zu einem Fakt geworden wäre, dass wir das Leben kontrollieren und unterdrücken müssen und planen und dann am Ende
stellen wir eine Flagge ganz oben drauf auf und sagen, ja, wir haben es geschafft, obwohl wir eigentlich einfach damit mit dem Leben kooperieren könnten und damit fließen könnten und gleichzeitig auch in unserem Sein bleiben könnten und die komplette Existenz haben könnten. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von Geburt an bis er den Körper verlässt, eine solche Erfahrung hatte von Anfang an. Es scheint so, als wenn jedes erwachte Wesen oder jedes Wesen erst den Biss der Konditionierung spüren muss. Den Biss, das Gefühl der Unabhängigkeit und der Persönlichkeit und wird vergiftet von dieser Persönlichkeit. Und so streben wir nach Freiheit und danach zu unserem ursprünglichen Sein zurückzukehren. Und das ist das Spiel des Lebens oder so etwas Ähnliches. Und ich finde deine Frage passt in dieses Spiel. Also ich kann negative Sachen gut in meinem Kopf arrangieren. Aber wenn ich etwas Schönes in meinem Leben anschaue, dann wird da draus ein Mutti, wenn ich diese Spiele in meinem Kopf spiele, dann fühlt sich das angenehm an. Ich liebe es, diese Spiele zu spielen. Aber gleichzeitig gehe ich damit aus der Gegenwärtigkeit heraus, weil ich kann vom Beobachten aus diesen Genuss beobachten. If that makes any sense. Because these games are just falls das irgendeinen Sinn macht, weil diese Spiele die schaffen so viele positive Gedanken in meinem Kopf. Und das bringt mich immer raus aus der Gegenwärtigkeit. You're saying that you simply but are you willing to? Und möchtest du? This game could be played, also ich meine, dieses Spiel könnte oberflächlich und leicht gespielt werden. Aber wenn es die Aktualität des Lebens, das du nicht erschaffst, sondern nur das sich einfach vor dir entfaltet, wenn es das ersetzt, dann wäre das Spiel kein Problem, wenn es nicht zu einer Obsession wird. Es wird nicht zu einer Abhängigkeit, siehst du? And are you willing to be freed up? Und möchtest du von dieser Bindung daran befreit werden? Weil wenn etwas zu einer Sucht wird, dann fühlt es sich so an, als wenn es notwendig wäre für dein Leben. Und dein Leben wäre weniger schön, wenn du das und das nicht hättest. Also dein wahrster Wunsch, unabhängig von egal wie hohen Kosten, was wäre das? I can't think of anything that makes sense. Ich kann an nichts denken, was irgendwie Sinn machen würde jetzt, Mutti. Nur zu sein. Let's look. Dann lass uns zusammen schauen. What is it that has this craving? Was ist es, das diesen Drang hat, diese Neigung, that seems to eclipse die
your natural isness, dein natürliches Ist-Sein überschatten kann. In exchange for your silence. Also was wird dir angeboten, was sozusagen fast wie im Austausch dagegen dir angeboten wird? Was ist es, das dich das genießen lässt? Und wer ist es, der das genießt? Und jetzt gerade würdest du sagen, ich bin es. Wir müssen ganz genau zuhören, weil es ist sehr leicht zu verpassen, was ich sage. To a profound recognition. Vor allem, je näher wir zu einer tieferen Erkenntnis kommen, umso lauter wird dein Verstand werden. Aber wenn der Verstand kommt, dann folge ihm einfach nicht. Bleib einfach nur mit der Stille. Weil das sonst deine Aufmerksamkeit woanders hinziehen würde. Living in your name. Was ist es, das in deinem Namen lebt? That has this fascination. Das, was diese Faszination hat. Can it be identified? Kann es von dir identifiziert werden? Because it must be able to be identified. Weil es muss identifiziert werden können. A desire has arisen here. Denn ein Wunsch stieg auf. Eine Wahl stieg auf. I now just zu sagen, ich möchte jetzt einfach nur still sein, trotz dieses schönen Spiels. I have enough fascinated with it. Ich bin fasziniert genug damit. So ich möchte jetzt einfach nur still sein. Also es kann nicht vollständig du sein, was mit diesem Spiel so fasziniert ist. Es ist ein Cocktail, eine Mischung des Gefühl des Seins und eine Identität, die du entwickelt hast. Ist es für uns möglich, das anzuschauen, jetzt? Because actually the fruit of this looking. Weil die Frucht dieses Schauens kann sofort gekostet werden. Ja, ich würde es sehr lieben, dass er sie tut. Okay, dann lass uns versuchen zu identifizieren, ob so etwas, dieses Ding wirklich existiert. Was für eine Sache ist es, die dieses Spiel entwickelt hat und weiterentwickelt? Of the self in it. Weil es hat die Energie des Selbst in sich von dir. Durch das Ich, es ist mein Spiel, ich liebe das. Und viele Billionen von Wesen sind in diesem Spiel gefangen. Diesem Glauben, dass du wirklich das bist. Und dass es das alles ist, was du von dir kennst. Is there any space left? Aber gibt es da irgendeinen Raum, der übrig ist, der jenseits von diesem Spiel ist, in diesem Raum des Seins, wenn du sagst, ich. Da muss genug Raum sein, da muss eine Lücke sein, der einer intelligent erlaubt, zu sagen, ich möchte nicht einfach nur in diesem Spiel gefangen sein. Es macht Spaß, aber es kostet mich mein Leben. Ja, das ist genau das, was ich spüre. Okay, von diesem Ort der Intelligenz aus, von diesem Ort wirst du auch jetzt schauen, um zu sehen, dass du nicht nur das Spiel beobachten kannst, sondern auch den Spieler. Kann der Spieler gesehen werden? We have to settle ourselves. The game is being played. Das Spiel wird gespielt und etwas zieht daraus Vergnügen. Und der diesem Vergnügen nachjagt, wer ist das? The one who is engaged in it, and ist es, you know, der da drin verwickelt ist? To identify it separately. Und weißt du, warum es schwer ist, es getrennt von dir zu identifizieren, weil es auch mit dem gleichen Titel Ich beziffert wird? Und Ich repräsentiert das Bewusstsein.
das pure, reine Bewusstsein. Aber das ist eine Mischung des Bewusstseins mit Identität, der Person. Ein Modus des Bewusstseins. Very subtle. Und das ist sehr subtil. There is some power inside, und vielleicht ist da eine Kraft to avoid detection. Innen in dir drin, die das beschützt. Yes. There is a play of force. Da ist ein Spiel oder eine Kraft, die wie so schlüpfrig ist und schnell entweicht und schwer ist zu erfassen. Und sie vermeidet ihr Auffinden. Und warum? Weil der Tag, an dem du sie erwischt, der Tag der Freiheit sein wird. What it means phenomenal? It means that und zwar als phänomenal. It is not the true I. Es ist nicht der wahre Kern, es ist nicht das wahre Ich. Es ist nur ein Teil. Because it can be described, because weil es beschrieben werden kann, weil das Spiel gesehen werden kann und weil ein Streben sich angemeldet hat und gesagt hat, ich möchte mich von dieser Identität befreien, weil sie mir zu teuer geworden ist. Ich weiß nicht, ob du Zeit brauchst, um einfach ein bisschen damit zu sitzen und einfach nur komplett leer zu sein und das von einem leeren Ort aus zu sehen und zu schauen, ob du den Raum des Seins ausfüllt mit einer falschen Identität. Zu sagen, ich bin das. Es kommt mir so vor, als wenn ich den halben Weg gehen könnte, aber nicht komplett, nicht den ganzen Weg. Das, was sagt, ja, ich kann den halben Weg gehen, das in itself, where the looking is coming from. Das selbst, von dem aus das Schauen kommt, von dem aus das Beobachten ausgeht, ist das halb? What is its proportion? Was ist seine Größe? Is it the same one who is caught? Ist es der gleiche, der auch in dem Spiel gefangen ist? Das Schauen, das reine Sehen. Das reine Sehen ist nicht in diesem Spiel gefangen. Ich kann das sehen. Du bist das wahre Sehen, das reine Sehen. Wenn das reine Sehen den Spieler wahrnimmt, profitiert dann das reine Sehen davon? Nein. Das reine Sehen ist der ursprüngliche. Und das, was entdeckt werden muss, was herausgebracht werden muss, ist nur, um zu sehen, dass man unabhängig ist von diesem Spieler. Dieser Spieler kann auch durch einen anderen Spieler ersetzt werden. Aber am Ort des reinen Sehens wird sich nichts ändern. Also wenn ich die negativen Emotionen oder Gedanken habe, dann ist es so viel einfacher für mich, das zu sehen, das klar zu sehen. Aber dadurch, dass ich Freude an den positiven Gedanken habe, finde ich das sehr schwierig. Und was ist das Positive nochmal? Ja, diese ganzen positiven Sachen, die in meinem Leben geschehen. Wenn sie so positiv sind, warum möchtest du dich dann davon befreien? Weil es für mich klar ist, dass das ein wirkliches Problem ist. Sag das bitte nochmal. So klar, wie du es beschreiben kannst.
why is it then, warum ist es denn dann, wenn all diese Gedanken so positiv sind, warum möchtest du dir denn dann aufgeben? Sie sind nicht positiv, weil sie konstant in meinem Kopf herumdrehen und das sehr anstrengend ist. Ja, auch weil du ihnen den Titel gegeben hast, dass sie positiv sind. Ja, das stimmt. Ja, ich habe ihnen diesen Namen gegeben, dass sie positiv sind. Ja, deswegen ist es sehr schwer, etwas zurückzuweisen, was dein Verstand als positiv benannt hat. That's how it secured. So hat es sich selbst abgesichert. Muji, könntest du das bitte nochmal sagen? That is how, because it has been given the title, weil es den Namen, die Beschreibung positiv bekommen hat, deswegen ist es sehr schwer, etwas aufzugeben, das du selbst als positiv und gut und nützlich benannt hast. Wie sollst du es denn dann aufgeben? Und deswegen wehrt es immer weiter fort durch diese Beschreibung, die du gegeben hast. Doesn't really believe it's totally right to get rid of it. Deswegen glaubst du nicht vollkommen daran, dass du davon loskommen möchtest, weil du denkst, es ist doch positiv. Du musst dir die Kosten anschauen. Wie auch immer positiv etwas ist, it is costly at a deep existential level, you see. In einem tiefen existenziellen Niveau ist es jedoch sehr kostspielig. Ja, ich kann das erkennen. Deswegen möchte ich dich fragen, schau, es ist einfach, das dort aufzugeben, aber das hier hat etwas Positives in es und deswegen ist es schwer, das zu machen. Ja, dann sieh es einfach nicht als etwas Positives an. Oder sehe einfach nur, dass es ein Phänomen ist, das etwas kostet, und zwar ein sehr hoher Preis. Und es ist gut, dass der Preis hoch ist. Weil wenn es kein hoher Preis wäre, dann würdest du nicht danach streben, es aufzugeben. Und du musst es überwinden, du musst es transzendieren. Wenn du mit ihm bleibst, dann wird er dir das Leben von dir nehmen und mit einer Täuschung ersetzen. It is great what you have done. Es ist großartig, was du gesagt hast. Etwas, das sehr genussvoll ist, das hast du entblößt, dass es gar nicht so genussvoll ist. Es ist vielleicht positiv, aber nicht unschuldig, weil auf einer tieferen Ebene kann ich nicht einfach nur sein. Supposing stell dir vor, amazing being appeared, ein erstaunliches Wesen würde dir erscheinen und würde sagen, mein Geliebter, ich bin das höchste Wesen der Welt und alles, was du sehen kannst, kann ich dir geben, in einem Augenblick. Alles, was du dir wünschst, kann ich dir geben, in einem Moment nur. Es gibt nur eine Sache. You can have all of du kannst all das haben im Austausch gegen dein Bewusstsein. Stell dir das nur vor. All das kann ich dir geben. All das kann ich dir geben im Austausch gegen dein Bewusstsein. Ist es ein guter Tausch oder nicht? No, natürlich ist es kein guter Tausch. All das ohne Bewusstsein, was ist es? Nichts. So therefore the value and more of all of this is in consciousness, not in itself. Von all dem ist im Bewusstsein und nicht in ihm selbst, in den Sachen selbst. The pleasure you receive from this, den Genuss, den du durch diese Sachen greater pleasure, erlangst, pleasure. Viel größerer Genuss wird in deiner Stille gefunden, in deinem natürlichen Sein. Mutti,
you have been the most important thing that has happened in my life. Du warst das die wichtigste Sache, die in meinem Leben passiert ist. Danke. I live in northern Canada. Ich lebe in Nordkanada. And there's no one has heard of Moody. Und niemand sonst dort hat von Moody gehört, außer mir. It's unbelievable. Das ist unglaublich. To come here. Hierher zu kommen. And experiences. Und das zu erleben. I'm so grateful. Ich bin so dankbar. That you understood the ping pong game. Dass du das Tischtennisspiel verstanden hast, das ich gespielt habe. Ich hatte befürchtet, dass das vielleicht zu oberflächlich klingt, aber ich bin so dankbar. Thank you, thank you. Danke, danke, Mutti. Should we proceed? Sollen wir noch weitermachen? No. Nein. There's nowhere to go at this moment. Es gibt nirgendwo mehr, wohin zu gehen in diesem Moment. Thank you. This Danke. exposure. Diese Aufdeckung. And you see, once it is seen clearly, and you must. Und wenn das einmal klar gesehen wurde, clearly, und ihr müsst immer dahin zurückkommen, es klar zu sehen. Any illusion is that when it is seen clearly, weil die Natur jeder Täuschung ist, dass sobald sie klar gesehen wird, verliert sie ihre Kraft. Die Natur jeder Täuschung ist, dass sobald sie verstanden ist, wird ihre Kraft gebrochen. Whether there is in you the aspiration, ob in dir das Streben, the yearning, the urge, der Drang to break this ist, diesen Fluch zu durchbrechen, das ist etwas, das aufsteigen wird oder nicht. You will see, even as from this moment, du wirst es sehen, selbst von diesem Moment an hat sich dieses Spiel geändert. And it is just depending now. It is like someone has told you, es ist so, als wenn jemand dir gesagt hätte, wir haben eine Schlange in deinem Zimmer gefunden. Wir sind gekommen, um dein Haus zu dekorieren, aber wir haben eine ganz giftige Schlange in deinem Zimmer gefunden. Okay. And they said, I am not the man say, und der Mann sagt, ich bin nur Dekorateur. Ich habe da keine Übung drin. Ich bin nicht ausgebildet, um diese Arbeit zu machen. Also du musst das machen. Geh da rein und bring du die Schlange raus. Aber du solltest sie töten, weil sonst wird sie dich wahrscheinlich beißen und du wirst nicht überleben. Und du sagst, ja, danke, danke. Und du gehst rein und du siehst die Schlange. And it is so beautiful. Und sie ist so schön. So beautiful, yeah. Sie ist so schön. No snakey. Na, kleine Schlange. You go to chop her. Und du kommst, um sie zu erschlagen und sie. Oh. Female snake. Das ist eine weibliche Schlange. Are you going to get rid of him or not? Und wirst du dich ihrer entledigen oder nicht? Nein. Excuse me, yes. Bitte entschuldige mich. Ja. So just like that. Also einfach so. It has to come at a cost. Some things you have to do. Ein paar Sachen, die du machen musst, fühlt sich erstmal so an wie, oh, ich weiß nicht, ob du es machen kannst, aber deine höhere Wahl wurde aktiviert. Deine höhere Wahl kann dir schlafend erscheinen, aber sie muss aktiviert werden. Ich habe eine Geschichte öfter früher erzählt. Ich glaube, der uns das erzählt hat, der ist schon langsam ein bisschen gelangweilt von dieser Geschichte, aber ich erzähle es mal. Also ein Freund, der kam zum Satsang jeden Sonntag und eines Sonntagmorgens ist er früh aufgestanden und hört die Vögel und
beautiful light. Und das schönes Licht. Und er wohnt neben dem Park und er denkt sich, today I don't go to Satsang. Heute gehe ich nicht zum Satsang. I want to go riding in the park. Ich möchte ein bisschen durch den Park fahren, so ein schöner Sommertag. So he was telling like this. Und so hat er es erzählt, er ist durch den Park gefahren. And I found that my bicycle came to Satsang. Und auf einmal ist, und ich habe gemerkt, mein Fahrrad ist zum Satsang gefahren. I went riding to the park. Ich bin in zum Park gefahren, aber das Fahrrad ist zum Satsang gefahren. I don't want to go to Satsang. Ich möchte gar nicht zum Satsang fahren. Ich möchte zum Park, aber so of course the bicycle doesn't know Satsang. Natürlich das Fahrrad, das kennt den Satsang nicht, aber das ist die höhere Wahl, um Satsang zu sein. Eine tiefere Wahl sagt ja, nein, ich möchte hier ein bisschen spielen, aber eine höhere Wahl wurde getroffen. Und so hat er sich selbst wiedergefunden, wie er zum Satsang gefahren ist. Ach, du blödes Fahrrad! Und so kam er zum Satsang. Irgendetwas in dir hat deine höhere Wahl aktiviert. Und deine höhere Wahl ist für die Freiheit. Und jetzt, wo das an die Luft gekommen ist, hat dich das hierher gebracht. Es hat mich 48 Stunden gebraucht, um von dem Ort zu kommen, wo ich lebe, um nach Rishikesh zu kommen. Und ich bin hierher gekommen, um diese Frage zu stellen, Guruji. Danke. Du, ja? Du. Oh, du willst gar nicht kommen. Na gut, dann du. Du kannst kommen. Namaste, Muji. Namaste, Muji. I'm Harry from New Zealand. Ich bin Harry aus Neuseeland und ich habe eine Frage, die gerade in mir in den Kopf gekommen ist. Often people ask, are you vegetarian or non-vegetarian? Häufig wird die Frage gestellt, bist du Vegetarier oder nicht? Und dann frage ich immer, was meinst du denn damit? If we take the physical aspect of wenn du dir die körperliche Seite davon anschaust, 90% der Leute, ich weiß nicht genau wie viele, sie machen sich in der Hauptsache Sorgen da um den körperlichen Aspekt des Körpers, also den physischen Aspekt. Und ob es jetzt um Augen, um Ohren, um Haut und den Mund geht, aber so they understand niemand, the small meaning of the whole aspect, niemand and they try denkt to darüber nach. Also sie denken über einen kleinen Aspekt des Ganzen nach und versuchen das zu messen. Und mich würde also interessieren, was du über wahren Vegetarismus denkst. Es kann also jemand vegetarisch sein, aber ein Seidenhemd tragen und Lederschuhe. Und in seinem Verstand also sehr viel isst, aber das wird dann nicht erkannt. Also kannst du mir bitte sagen, was du in deiner Meinung nach für wirklichen Vegetarismus hältst? Also wenn dich jemand fragt, bist du Vegetarier oder nicht, fragt, dann sagst du, ich bin das selbst. Und damit ist die Sache beendet. Okay. Das reicht. I don't want to talk about ich möchte darüber nicht reden. Ich bin das Selbst. Lass uns über das Selbst reden stattdessen. Ist das Selbst Vegetarier? Oder ist es kein Vegetarier? Es hängt davon ab, wo du dein Gespräch anfangen möchtest. Denn es gibt so viele Sachen, über welche die Leute reden wollen. Wie zum Beispiel, ob du Muslim oder ein Christ bist, aber was macht das für einen Unterschied, wenn du verstehst, dass du das selbst bist, dann hast du das Spiel auf eine höhere Ebene gebracht und die Frage ist, ob der andere auf deiner Ebene spielen kann. Du sagst vielleicht, oh, du vermeidest meine Frage, natürlich, aber ich kann sie vermeiden, ich will nicht darüber reden. Es fragt dich jemand, was ist deine Lieblingsfarbe? Du sagst, das Selbst. Oh, okay. Ah, ach so. Entschuldigung, was ist denn deine Lieblingsfarbe? Und dann gehen sie irgendwo anders hin. Your point is taken, of course. Ich verstehe, was du sagen willst. But if we start to talk about aber wenn wir anfangen, über diese Dinge zu reden, dann verlieren wir Zeit damit, über Dinge zu sprechen, die vergänglich sind. In this planet,
So viele verschiedene Dinge, die wir lernen möchten, über die wir reden möchten, Dinge, die uns faszinieren, im Namen von Wissen oder was auch immer. Derjenige, der das Selbst ist, macht sich darüber keine Gedanken. Wenn jemand zu dir kommt, der nicht nur schnüffelt, sozusagen, riecht, like the fisherman who goes out to fishing. Wie ein Fischer, der zum Fischen fährt und der seinen Köder auf die Angel setzt und dann die Angel auswirft und sich dann hinsetzt, also ein Angler. Und dann kommen viele kleine Fische und riechen am Köder und lecken am Köder sozusagen. Und er weiß, dass er daran kein Interesse hat und er fängt an, sich eine Zigarette zu drehen und raucht ein wenig. Und sobald er einen gewissen Zug verspürt, merkt er, dass die Angel anfängt, das Rad beginnt sich zu drehen, er sitzt gerade auf, er weiß, das ist der Fisch, für den ich gekommen bin. Das ist der Fisch, für den ich gekommen bin. Mein Ratschlag ist also, wenn das ist, was in deinem Herzen ist, wenn es dir nur darum geht, was wirklich wahr ist, was wahrhaftig ist und du das schätzt, dann achte darauf, dass sich deine Gespräche darum drehen. Ich bin nicht hier, um über Vegetarier zu reden oder Politik. Natürlich können wir das, ein paar Worte hier und dort, aber nicht mehr als das. Ich bin daran kein Experte. Aber wenn du von hier aus sprichst, es müssen noch nicht einmal spirituelle Worte sein. Vielleicht ist es einfach nur deine Schwingung. Vielleicht sagst du noch nicht einmal etwas. Aber deine Schwingung hat mich gefangen genommen. Und ich möchte nur mit dir sein. Worte sind billig. Konzepte sind billig. Viele Leute sagen, wenn ich frage, wer ist hier für die Freiheit? Sie sagen, ja, ich. Aber wenn tatsächlich der Moment kommt, der Moment, in dem du in dich selbst kommst, dann fangen wir an, Entschuldigungen zu machen. Wir halten uns zurück. Und alles, was wir sehen, ist dann, du siehst dann nur noch den Rücken von den Leuten und schon sind sie verschwunden. Und es geht nicht darum, das nur einmal zu sagen, sondern wenn es dann soweit kommt, dann schauen wir uns zusammen an, was wirklich dein Interesse und was dich also anzieht. Denn wir können in diesem Augenblick schon zusammen schauen, denn es ist nicht unter vielen Schichten von irgendetwas verborgen. Schichten sind immer nur der Verstand. Sein Selbst ist hier. Sichere dir deine Freiheit heute. Und dann kannst du das alles beiseite wischen. Dann müssen andere das achten. Oder das nächste Mal, wenn sie zu dir kommen, stellen sie dir keine unsinnigen Fragen mehr. Du musst die Ebene des Gesprächs bestimmen, die Qualität. Nicht indem du sagst, du sprichst besser über das mit mir. Aber wenn du im Herzen etabliert bist, dann wird das Gespräch sehr schnell die Richtung ändern und du wirst das Spiel auf eine höhere Ebene bringen und auf einmal jemand, der mit dir über Tomaten sprechen wollte, der klopft auf einmal an die Tür des Nirvana und zwar deinetwegen. Wir müssen das Spiel spielen. Someone is dragging you along the road. Wir müssen da nicht mitspielen. Jemand zerrt dich mit sich über die Straße. Du hörst ein wenig zu. Aber wenn dann die Gelegenheit kommt, dann stellst du fest, dass spontan etwas in dir auftaucht und du sagst, warte einen Moment, mein Lieber. Kannst du mir das mal erklären? Und auf einmal, ganz plötzlich, die ganze Umgebung hat sich verändert. Danke. Danke.
du dort? Thank you, Guruji. Danke, Guruji. I don't know, it's difficult ich weiß nicht, es ist schwierig. Talk irgendwie ist es, fällt es mir schwer zu sprechen, denn das, was ich eigentlich hervorbringen wollte, das scheint nicht herauskommen zu wollen. Es scheint nicht durch die Worte kommen zu wollen. Entweder ist es so, weil es erstens gefangen ist und sich versteckt und nicht kommen will, oder weil es nicht wichtig genug ist. Aber dennoch packt es mich, wenn ich alleine bin, und es bringt mich in Schwierigkeiten. Und ich versuche, diese Sache zu beobachten, aber es ist so, als ob es mich in eine Kiste sperrt und mir Probleme macht. Und ich beobachte es. Nichts packt dich in eine Kiste. Nothing gets you into a box. Nichts kriegt dich in eine Kiste. You imagine du stellst that. Dir das nur vor. You're not inside any box du or bist any bubble. In keiner Kiste und you're auch in keiner Blase. The sense du that beobachtest das Gefühl, is trying to hold maybe the idea dass you have etwas of versucht, die to Idee, zum Beispiel die shape. Idee, die du von dir hast, but a greater seeing dass die versucht, dich in eine gewisse Form zu fangen. That shape, aber that da gibt es ein größeres Sehen, das gegenwärtig ist. Und daran erkennst du, dass diese Kiste, diese Idee, dass das nur eine Idee von dir selbst ist. It's only es ist an nur idea. Eine Idee. It has no divine status. Es hat keinen it's only, göttlichen Status. It's only es ist nur wie nothing. Rauch von Räucherstäbchen. Es ist überhaupt nichts. It is not that the thing itself is strong. Es ist nicht, dass die Sache an sich stark ist, sondern nur, dass du stark daran glaubst. Ich werde die Sache erwähnen, dann ist es einfacher. Also ich fühle mich schuldig und es erwischt mich so sehr, dass ich das Gefühl habe, ich muss wirklich Aufmerksamkeit darauf verwenden. Ich fühle mich schuldig, weil ich mir so wünsche, hierher zu kommen und hier Zeit zu verbringen und wirklich vollständig gegenwärtig zu sein. Du kannst dich nur schuldig fühlen, wenn du Identität hast. Every problem is personal. Jedes Problem ist persönlich. It's because somehow you identify personally. Es entsteht, and weil du dich irgendwie persönlich identifizierst und dann kommt diese Sache mit Schuld oder Schamgefühl oder auch Stolz, das kann dann entstehen. So it's not the guilt that is the trouble. Die Schuld an sich ist nicht das Problem, sondern die Identität, die die Schuld fühlt, die bereitet dir das Problem. Es geht darum, wer du bist, diejenige, die dann anfängt, diese Düfte oder diese Gerüche anzunehmen, dieses ich fühle mich schuldig darüber, also diese Person, die du dann annimmst. Solange du dich in der Form der Person positionierst, kann ich dein Sein nicht fühlen. Die Person hat also das Sein verdunkelt und der ganze Saft, die ganze Kraft, die geht in die Person und es ist einfach nur eine Erfindung deiner Vorstellungskraft. Ich will das nicht. Sogar diejenige, die das nicht will, ist die Person. Sobald du, also anfangs ist das nicht einfach zu akzeptieren, denn wir alle sind so sehr programmiert worden, durch unsere Kultur auch, dass wir als eine Art Identität, als eine Wesenheit der Identität leben. Wir scheiden uns also nur unserer selbst als diese Person mit einer bestimmten Vergangenheit, einer bestimmten Kultur bewusst zu sein. Und ich versuche, mit dir darunter zu kommen, um dir zu zeigen, dass du immer dein Sein bist.
Aber ein gewisser Glaube, eine Überzeugung, eine energetische Investition hält die Person aufrecht und die Beziehung, die diese Person zu anderen Personen hat. Ich reiße das nicht auseinander. Ich sage nur, dass die Person und das Leben der Person und das Leiden der Person von etwas anderem gesehen wird. Die Idee, die du davon hast, wer du bist, leidet unter ihren eigenen Ideen über sich selbst. Kann das irgendwie gehört werden, dass die Idee, die wir davon haben, wer wir sind, darunter leidet, unter ihren eigenen Ideen über sich selbst leidet? Von was wird das beobachtet? Also das, in dem sich das ganze Szenario abspielt, ist davon unbeeinträchtigt. Es werden Schattenbilder, die schnell von anderen Bildern abgelöst werden, die darauf warten, auf dem Bildschirm des Bewusstseins auftauchen zu können. Von was wird das beobachtet? Es kann sein, dass du ein wenig Zeit brauchst, um das aufzunehmen, zu verdauen sozusagen, was ich sage, aber ich wiederhole nur, was ich sage. Denn da ist so viel Kraft drin. Denn sobald du dich in diesem Sehen fokussierst, verschwinden all deine Wahnvorstellungen oder deine Täuschungen und nichts kann dich gefangen halten. Du bist freier als ein Vogel. Aber also wenn ich fokussiere, wenn ich versuche, diese Sache zu beobachten, denn das ist wie ein Kreislauf, ich versuche es wegzudrängen und dann kommt es und es erfasst meine Aufmerksamkeit. Der Grund dafür, dass diese Dinge sich abspielen, liegt darin, dass solange du als Sein in der Hypnose deiner selbst als Person lebst, solange du also davon fasziniert, von deinem persönlichen Traum fasziniert bist, wirst du nicht zu deiner Natur aufwachen, denn etwas zieht dich in die Zeit und in das, was in der Zeit lebt und was auch in der Zeit stirbt, während du das Zeitlose bist. Du hast drei Schichten, drei Aspekte. Dieser Körper ist ein Zeitkörper, der eine Zeitgeburt, ein Zeitleben und einen Zeittod hat. Und dein Verstand ist ebenfalls Zeit. Aber da ist etwas anderes in dir, was nicht der Zeit angehört. Es ist zeitlos. Und du musst die Zeit nutzen, um das Zeitlose zu finden. Denn das Zeitlose ist auch hier. Immer dann, wenn ich die Gelegenheit dafür erhalte, stelle ich dir dich deiner Zeitlosigkeit vor. Und dann kommt etwas aus dir heraus. Das macht mir nichts, was dann aus dir herauskommt. Es hat für mich keine Bedeutung, denn es hat nur Bedeutung, weil du daran glaubst, dass es Bedeutung hat. Und ich bin hier, um dir zu dienen. Deshalb muss ich mit dir mitkommen, während das herauskommt, und dir sagen, dass du das, was herauskommt, nicht bist. Du bist das, was das Gefühl beobachtet, dass etwas herauskommt. Wenn du nur das weißt, dann wird dieser ganze Strom der Täuschungen wird dann abgeschnitten. Es ist ein Paradox. Aber du musst aus diesem Paradox erwachen. Das ist kompliziert. Aber sobald du das erfasst hast, ist es wirklich vorbei. Ja, es kommt vielleicht nochmal. Oh, und es erzeugt auch Schmerzen im Körper, wie so ein Wringen. Nicht im Moment, aber normalerweise. Ja, weil deine Aufmerksamkeit dorthin gezogen wird. Denn wenn du dich mit dem Körper identifizierst, natürlich willst du deinen Körper schützen. Und was auch immer dann passiert, dort wird deine Aufmerksamkeit hingehen. Und diese Energie kann sich in verschiedenen Teilen deines Körpers abspielen. Und deine Aufmerksamkeit geht dann dorthin. Und in diesem Ausmaß schiebst du die Macht und die Kraft auf, dein wahres Selbst zu sein und zu sehen. Ich sage manchmal, dass du wie die Kuh sein musst, die über den Mond springt.
sort of nursery rhyme. Immer mein Kinderlied. The cow that jumped over die the moon. Kuh, die über den Mond springt. So, people say, how can a cow jump dann over fragen the moon? Die Leute, ja, wie kann denn eine Kuh über den Mond springen? Das bedeutet, must jump over the moon dass mind. Du über den Mondverstand springen musst. Because all of our life denn is being unser ganzes Leben wird in diesem Mondverstand gelebt. Even your sense of limitation sogar dein Gefühl von Begrenzungen ist etwas, das du dir selbst gezogen hast. Ich bin so, ich kann nur so sein, ich würde gerne dorthin kommen und so weiter. Aber ich verweise dich auf dein Sein, aber das ist sehr kompliziert, denn unsere Hoffnungen, unsere Sehnsüchte der Person, die richten sich nur auf die Dinge dieser Welt und alle Dinge dieser Welt sind vergänglich. Alles hat ein Verfallsdatum. It doesn't make it bad. Das heißt deshalb nicht, dass es deshalb schlecht ist. It is a great idea that it is momentary. Es ist eine wunderbare Idee, dass es momentan ist, dass es nicht dauerhaft ist und du kannst diese Frucht schmecken. Du kannst sie genießen. Das ist wunderbar. Aber wenn du das willst, was von seiner Natur aus relativ ist und willst, dass das absolut wird, dann verschwendest du deine Zeit, denn das funktioniert einfach nicht. Wenn du das Absolute finden willst, dann musst du über das Feld des Relativen hinausschauen. Aber dein Sehen, dein Schauen wird im Relativen beginnen. Bin ich zu weit gegangen, wenn ich das sage? Wir werden verschiedene Weisen finden, um das zu zeigen. Ich will dir nicht etwas lehren, ich will es dir zeigen. Weißt du, wenn du so sprichst, in dem Moment, wo du das sagst, oh, diese Schuld kommt hoch und es versucht, mich in die Kiste zu sperren. Ich weiß sofort, was passiert. Ich weiß genau, was passiert. Ich weiß, dass ich dich dort herausholen muss aus diesem Verstand. Ich muss dich aus diesem Verstand herausholen. Denn sogar wenn du aus diesem Gefängnis herauskommst, würdest du in ein nächstes Gefängnis hereinspazieren. Deshalb muss ich dich aus diesem Verstand herausholen. Nicht aus der Welt. Du kannst dich weiter im Leben bewegen, aber nicht als Gefangener. Wenn du das Gefühl hast, ich bin einfach nur diese Person, das ist alles, was ich bin, dann lebst du in gewissen Beschränkungen. Und wie wirst du dort herauskommen, wenn jeder andere an diese Beschränkungen glaubt? Aber sie nennen es nicht Beschränkung. Derjenige, der frei ist, der weiß, dass wenn du so redest und sagst, bitte hilf mir, mein Verstand macht dies und jenes, derjenige, der frei ist, der weiß bereits, dass das dein innerer Zustand der Täuschung ist und er versucht, so weit wie es möglich ist, dich dazu zu bringen, dass du von dem Ort der Gegenwärtigkeit aus beobachtest, was an und für sich nicht schwierig ist, sondern es hängt davon ab, wie sehr du daran festhältst, an dieser Wahrnehmung aus der Perspektive der Person. Einige Menschen halten daran nicht so sehr fest und deshalb können sie mit wenigen Worten sozusagen losgelöst werden von dieser Wahrnehmung und dann lachen sie und sie sind davon befreit. Und mit anderen, das ist wie wenn man Sekundenkleber verwendet. Also die Sache ist, nein. Of course I'm observing, natürlich beobachte ich, aber da sind persönliche Dinge in diesem Beobachten. Okay. You say, of course I am also du sagst, natürlich beobachte ich, aber da ist what auch etwas Persönliches, was beobachtet. Und was beobachtet das? In your statement, you've given it du away. Hast dich you say, selbst verraten in deiner Aussage. There's something personal in that observing da as well. Ist in dem Beobachten ist sogar etwas Persönliches, aber natürlich wird auch das beobachtet. The ego, is also capable das Ego ist of, auch of fähig observing. Zu beobachten. The difference is, der Unterschied liegt jedoch daran, dass es nur aus Eigeninteresse beobachtet. But there's a wider observing. Aber da ist ein
breiteres Beobachten, ein offeneres Beobachten, in dem Dinge gesehen werden, aber du dir nichts davon wünschst, sondern die Dinge klären sich vor deinen Augen. Du hast gerade eben gesagt, ja, ich beobachte, aber da sind persönliche Dinge enthalten im Beobachten. Und was beobachtet das? Was stellt diese persönlichen Dinge fest? Ist das selbst persönlich? Vielleicht ist da ein wenig Persönliches noch drin, weniger als das, was du siehst, aber immer noch ein wenig Färbung. Und wenn du dann sagst, ja, hier ist ein wenig daran, ich stelle fest, da ist ein wenig drin, und dann bist du sofort in diesem Augenblick darüber hinaus und etwas nimmt Abstand davon und wird klarer und klarer und leerer und leerer von jeglicher Eigenschaft. Also, das Problem ist, dass ich immer noch die Stimme höre, die sagt, aber du musst dieses Problem in Ordnung bringen. Also diese Stimme, die sagt, du musst diese Schuld beseitigen. Zu wem spricht diese Stimme? Nein, du verschwindest. Zu wem spricht diese Stimme? Während du schaust und siehst, dass es etwas einfach nur etwas Persönliches ist, also das Interesse verloren geht und die Stimme verzweifelt versucht, dich zurückzurufen und sagt, nein, nein, du musst dich mit diesem Problem beschäftigen. Das ist aber auch nur ein weiterer Gedanken, eine Empfindung. Nein, du musst dich mit diesem Problem Ich möchte dem wirklich ganz vertrauen. Nein, nein, nicht nur vertrauen. Fang mit Vertrauen an und ende dann im eigentlichen Sehen. Während etwas spricht, es versucht, deine Aufmerksamkeit zu bekommen, denn deine Ohren sind sehr fein darauf abgestimmt. Du musst das in Ordnung bringen. Du versuchst, dich zu entziehen. Das ist unverantwortlich. Das sind genau die Schlüsselwörter, die jedes Mal deine Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Du bist unverantwortlich. Nein, ich bin nicht unverantwortlich. Ich werde schauen. Ja, gutes Mädchen. Sehr, sehr verantwortlich. Pass gut auf. Aber ich sage, nein, es ist nur eine Stimme, es ist nur ein Gedanke. Hake dich in keinen Gedanken rein. Du bist doch die Beobachterin, du bist größer als die Sache, die beobachtet wird, dann entspannt sich etwas und die Stimme kommt und sagt, nein, nein, hör nicht zu. Hör nicht zu. Entschuldige, was sagst du? Denn du hörst und dann ist es verschwunden. Nachts kannst du den Mond klar und deutlich sehen. Und die Menschen schreiben Gedichte über den Mond. Aber wenn dann die Sonne aufgeht, kannst du manchmal noch den Mond sehen. Aber niemand hat Interesse daran, wenn die Sonne am Himmel steht. Niemand schreibt Gedichte über den Mond, wenn die Sonne scheint. Und auf ähnliche Weise wird dieser Verstand wie der Mond in Gegenwart der Sonne. Er hat keine Gewalt mehr über dich. Diejenige, zu der er gesprochen hat, wird einfach nur eine Vorstellung, eine Idee deiner Fantasie. Nicht, weil du auf einmal taub geworden bist. Du bist nicht taub geworden. Jetzt hörst du, was wahrhaftig ist. Es gibt eine Zeit, in der du taub dafür zu sein scheinst, was wahrhaftig ist und ganz klar hörst, was falsch ist. Aber das ändert sich. Schon, dass du zum Satsang kommst, ändert das. Maybe there's something lingering inside. Vielleicht verweilt da noch etwas im Inneren. I'm sure that there was a problem here. Also ich bin mir sicher, dass da ein Problem war. Und vielleicht weiche ich einfach meiner Verantwortung aus. Something like this. Ja, so etwas ist es. Suppose you're dreaming and in your dream. Stell dir mal vor, dass du träumst. Im Traum hast du drei Kinder. You lost your house und irgendwie hast du dein Haus und alles verloren.
und deine Kinder leben in einer Höhle und du musst hinausgehen und Nahrung für sie finden und 3 Tage lang findest du nichts und du gehst also ganz weit weg, um für deine Babys Essen zu finden und auf einmal wachst du auf. Und du hast geträumt, dass sie verhungern würden. Dann wachst du auf und du stellst fest, dass du in einem Haus voller Essen lebst. Sagst du dann immer noch, oh, ich muss zurück in den Traum gehen, meine Kinder finden und sie füttern. Wie lange bin ich jetzt schon weg gewesen? Es sind jetzt 5 Tage. Ich bin mir sicher, sie sind verhungert. Viele Menschen geben eine Menge Geld aus und verwenden sehr viel Zeit darauf, um mit dieser Person umzugehen. Und sie erleiden viele Schmerzen auch, als ob etwas verletzt ist im Innern und es muss geliebt und gestreichelt und genährt werden. Und diese Menschen verbringen eine Menge Zeit damit, weil sie eine starke Identität mit dieser Person verbinden haben, die sie zu sein glauben. Und weil du es so stark glaubst, glaubst du es wirklich in Existenz und es ist völlig real für dich und jeder muss dich so behandeln, demzufolge, was du für dich als wahr wahrnimmst. Wenn es für dich nicht länger wahr ist, dann wird es wegfallen, dass die Menschen dich so behandeln. Sag etwas. Wenn jetzt jemand kommt, zu mir kommt, so, stell dir vor, wir müssen uns jeden Einzelnen ansehen und ich muss auf dieser Ebene des Schauens arbeiten, dann haben wir keine Zeit. Da sind so viele Leute, die so kommen, die gebrochene Herzen haben und bei denen die Familie zerrüttet ist und manchmal dauert es Jahre. Um damit anzufangen, langsam diese Dinge zu reparieren. Ich habe dich gewählt und ich bleibe vollkommen hier. Was meinst du damit, du bleibst vollkommen hier? Also vollständig, ich werde versuchen, vollständig hier zu sein, die ganze Zeit. Jetzt höre ich, was du sagst. Aber es fühlt sich ein wenig wolkig an in meinem Kopf. Ja, natürlich, der Verstand hat Wolken. Und ganz besonders, wenn du anfängst, so zu reden, dann bringt das noch neue Wolken hinzu. Olympische Wolken sozusagen. Denn etwas will nicht erfasst, nichts gesehen werden. Aber glaube da nicht so sehr daran, sondern mache kleine Schritte, schaue, versuche zu verstehen. Denn sogar eine kleine Sache, die gut verstanden wird, die ist viel kraftvoller als eine Menge Dinge, die nur halb verstanden sind. Also eine kleine Sache, die klar erfasst worden ist, wird einen viel mehr Raum eröffnen als viele Dinge, die nicht verstanden sind. Du hast damit angefangen zu sagen, ich habe diese Schuldgefühle und etwas zieht mich in diese Kiste und sperrt mich dort ein. Ich verstehe, wie sich das anfühlen kann. Ein schreckliches Gefühl, nicht gut. Als ob du erstickst und du isoliert bist, machtlos. Ja, und es versucht, mich zurückzuziehen nach Russland. Und die Stimme sagt, ich muss also zu meiner Arbeit zurück und du hast deine Arbeit im Stich gelassen und diese Schuldgefühle. Und ich frage mich, wie kann ich dieses Privileg haben, hier 5 Wochen zu sein? Ich muss mich doch schuldig fühlen deshalb. So spielt es sich ab. Well, you're not going to spend 5 weeks. Du wirst keine 5 Wochen in Schuldgefühlen verbringen.
miss a whole season of satsang. Dann verpasst du die ganze Satsang-Saison. I don't want to miss all season of satsang. No nein, 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 ich möchte nicht die ganze Satsang-Saison verpassen, auf keinen Fall. Guruji, can I... Why can I not now just see? Guruji, warum kann ich es nicht jetzt im Moment sehen? Einfach, warum kann ich es nicht einfach vollständig loslassen? Drop what? Was willst du loslassen? All this kind of It's a package deal. Diese ganze, it comes with the person. Es ist ein Pauschalangebot, es ist mit der Person verbunden. Isms and schisms without dropping the du kannst also diese Kleinigkeiten der Person nicht the loslassen, ohne die Person loszulassen. What die Person ist eine ganze Fabrik. Yeah? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich weiß nicht. Wer stellt diese Frage? Du fragst wieder von der Person. It is like you're functioning from the mode of the person. Es ist so, also du funktionierst von der Person aus. Deine Fragen, die darum zu gehen scheinen, wie du dich davon befreien kannst, sind nicht verlässlich. Denn in spätestens 5 Minuten wirst du über ein anderes Thema reden. Leute rufen mich an. Es gibt viele Beispiele. Als ich noch ein Telefon hatte, da haben mich Leute zu Hause angerufen, eine Nachricht hinterlassen. Ich sehe also dieses Lämpchen blinken. Und die Nachricht ist, Muji, bitte hilf mir. Es geht um Leben und Tod. Bitte ruf mich so bald zurück, schnell wie möglich zurück, wenn du diese Nachricht gehört hast. Und ich denke dann, oh mein Gott, ich rufe sofort zurück. 147 und so weiter. Es klingelt. Hello? Hallo? Hallo? Oh. Hallo, ja? Is George there? Kann ich mit George sprechen? Yeah, this is ja, George. Yeah, George ist am Telefon. George, this is Muji. George, hier spricht Muji. Muji. Ach, Muji. I said, I just got a message ich habe from deine you, Nachricht you know, gehört. That, like es hat sich so angehört, als ob du verzweifelt wärst. Muji, Muji. I just kind of just had this email. Also ich hatte einfach diese E-Mails. Muji, how are you doing? Wie geht's dir, Muji? Huh? How's your health? Wie geht's deiner Gesundheit? 20 minutes ago. Vor 20 Minuten. Muji. Bitte. Hilf mir. Same guy. Muji, how are you doing? Der gleiche Typ. Wie geht's dir, Muji? Ja, gut, gut. This is the wie kann man denn so etwas glauben? Das ist die Natur der Person. Das ist die Natur der Person. Wir verbringen so viel Zeit damit, daran zu arbeiten. Und dann in der nächsten Minute sind sie da und tun alle möglichen Sachen. Es ist vollkommen unzuverlässig. Zumindest weißt du das. Ich weiß es, ich habe genug davon gesehen. Somebody come to house. Jemand kommt zu meinem Haus Guruji, und sagt, ich bin bereit, Guruji, ich gebe mein ganzes Leben, schlag mir den Kopf ab. Ich sage, was soll denn das? Ich bin doch kein Fleisch. Doch, Muji, ich bin hier, ich möchte ein Mönch sein. Und ich sage, ich bin kein Mönch. Muji, ich will alles aufgeben, ich will jeden Tag Satsang mit dir haben. Sie kommen also 5 Tage lang und dann sehe ich sie nicht wieder. Phone up, what ich rufe happened, an, you know? Frage dann, was oh, ist denn my los? Girlfriend came back. Und dann höre ich, oh, meine Freundin ist zu mir zurückgekommen. Okay. So no initiation. Also doch keine Einweihung? Funny, Muji, ja, das funny. Ist war ein guter Witz, Muji. No, it's not true. Nein, es ist einfach nicht wahr. I don't believe anybody. Ich glaube wirklich keinem. Es ist alles ausgedacht, alles Unsinn. If I believed all this stuff, wenn ich all diese Sachen glauben würde, dann würde ich zu Hause sitzen und weinen. What have I done to deserve? Was habe ich denn nur getan, um all diese Menschen zu verdienen? Ich glaube an überhaupt nichts mehr. If it was true what ich glaube überhaupt nichts mehr. Wenn es wahr wäre, was du sagst, dann würdest du mir mehr Raum anbieten, damit ich in dein Haus kommen kann.
Es ist so, als wenn du mich zum Mittagessen einladen würdest und du mich dann draußen vor der Tür im Regen stehen lässt und mich fragst, wie soll ich dir den Kaffee machen? Wie soll ich dir Kaffee machen? Und mir sagst, ich komme gleich zurück mit dem Kaffee. Aber du bietest mir keinen Raum an, um hereinzukommen. Ich sage, ich will zu dir kommen. Du sagst, ich habe Schmerzen. Und ich sage, ja, ich zeige dir, wie du dich davon befreien kannst. Aber du bietest mir keinen Raum an. Du redest nur darüber. Du hast mir den Raum nicht angeboten. Ich weiß, wenn jemand wahrhaftig ist. Derjenige kommt und es ist sehr einfach. Es ist wie wenn ein Kind weint. Dann schaut die Mutter ja nicht weg und lacht, sondern die Mutter kommt sofort, weil sie weiß, dass das keine Krokodiltränen sind. Und sie sagt, komm mit mir. So when someone comes, wenn also jemand kommt und etwas wirklich dringend ist, dann muss es geklärt werden. Und etwas in mir bewegt sich dann ganz spontan und sagt, erzähl mir, worum geht es? Und dann in kurzer Zeit ist es alles aufgelöst. Ich gebe denen keinen Paracetamol. Etwas ist verschwunden. In diesem Krankenhaus, sage ich, da heilen wir keine Patienten, wir bringen sie um. Ich höre dich, Guruji. Und ich möchte wirklich den ganzen Raum für dich geben. Also ich möchte dir den ganzen Raum geben, alles was möglich ist, damit du hereinkommen kannst. Nein, das willst du nicht. Du glaubst, dass du es willst. Du bist dafür nicht bereit. Okay. Wer ist bereit? Drink some water. Thank you. Thank you. Ich werde ein bisschen Wasser trinken, ja, genau. Hello. Hi Muji, hello. There's something I want to confirm. Ich möchte etwas beichten. After a very long journey. Nach einer sehr langen Reise. After a very long journey. Nach einer sehr langen Reise, okay. The search is the problem itself. You feel like the search is the problem. Ich habe das Gefühl, dass die Suche selbst das Problem ist. Well, the search is the problem. Ah, die Suche ist das Problem. Für wen? That's it. Das ist es. So, I have been searching and searching. Ich habe gesucht und gesucht. Ich habe ganz viele Bücher darüber gelesen und nach der Wahrheit gesucht. Aber to see that searching is putting a lot of suffering. Aber jetzt sehe ich, dass das Suchen selbst sehr viel Leiden erschafft. Und wenn ich die Suche abbreche, then what ja, happened? Was passiert dann? Ja, dann fühle ich mich erleichtert. Ja, when erleichtert. I want you all to listen ich möchte, to this. Dass ihr alle hier zuhört. Weil das ist nicht das erste und auch nicht das letzte Mal, dass ihr das hören werdet. Du sagst, ich habe das Gefühl, dass ich schon sehr lange suche und jetzt habe ich das Gefühl, dass das Suchen selbst das Problem war, gewesen ist. Das Suchen hat mir sehr viel Leiden gebracht und deswegen habe ich aufgehört zu suchen. Und als ich aufgehört habe zu suchen, habe ich mich erleichtert gefühlt. Bist du frei? Wenn ich einfach nur bin? Warum wenn? Ist es eine Wahl, die du machst, die du triffst? It was a choice. Es war vorher eine Wahl, aber jetzt ist es keine mehr.
Wenn ich einfach bin und ich versuche, meinen Verstand zu kontrollieren und nach nichts suche, dann fühle ich mich wie, da ist nichts mehr zu tun und ich bin frei. Ich möchte hier etwas klarstellen. Manchmal, du sagst, du hast gesucht. Ich werde mich etwas von dir wegbewegen und das ein bisschen verbreiten. Leute sagen, ich habe gesucht und das hat sehr viel Schmerz erschaffen. Und dieser Schmerz kann kommen dadurch, dass du suchst, aber gleichzeitig nicht vollkommen bereit dazu bist, dich von etwas loszulösen. Also etwas möchte suchen und gleichzeitig möchte etwas anderes, aber auch nicht zu erfolgreich sein in dieser Suche. Ein Heiliger hat einmal gebetet und hat gesagt, Vater, Herr, bitte komme und löse mich von meinen Versuchungen, aber bitte komm nicht zu schnell. Also so ein bisschen in die Richtung. Bitte komm und erlöse mich von den Versuchungen, aber komme nicht zu schnell. Das heißt, ich genieße es immer noch. Ich leide darunter und ich genieße es. Ich weiß, es ist nicht gut und ich möchte es beenden. Und ich brauche deine Hilfe, aber es ist so wie, ich möchte ein Nichtraucher sein, ohne aufgeben zu müssen, zu das Rauchen aufzugeben. Also nicht so ganz klar. But we're still searching on the other side. Also einerseits a search that doesn't seem to be going anywhere. Even the things, you better just enjoy them. Sogar die Dinge, es ist besser, wenn du die Dinge einfach nur genießt, denn wenn du sie genießt und dich schuldig fühlst, anstatt sie zu genießen, dann wird es schlimmer. Das kann also zu Leiden führen. Oder wenn du schaust und Dinge zeigen sich, sie werden also dem Licht ausgesetzt, sie werden sichtbar und wir müssen sie vollständig aufgeben und wir müssen uns von ihnen abwenden und sagen, das ist nicht, was ich bin, aber wir werfen etwas heraus und dann gehst du zurück zum Mülleimer und holst es wieder heraus, so etwas in der Art. Oder du suchst nur mental. Das kann passieren. Oder du suchst und du hast Erfolg und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass in diesem Moment etwas wirklich Wichtiges gesehen werden muss, das also jetzt erscheint und du bist aber noch nicht dadurch und ein Schmerz bleibt zurück und du sagst, ich gebe es auf. Und wenn du es aufgibst, was passiert dann? Natürlich wirst du dich erleichtert fühlen. Oh mein Gott, ich fühle mich so erleichtert. Warum habe ich so lange gelitten? Ich hätte schon lange diese Erleichterung spüren können. Deshalb habe ich dich gefragt, du bist erleichtert, aber bist du frei? Manchmal kommen Leute nach Monte Sahaja und das spirituelle Klima dort, die Schwingung vom Satsang, die ist da so stark und die Menschen finden das ganz schwierig, denn du kannst dich dort nicht verstecken. Es ist so, als wenn du versuchst, dich hinter einer Glasscheibe zu verstecken und sie fühlen sich sehr unwohl damit und dann gehen sie. Und wenn sie dann gehen, dann fühlen sie sich erleichtert und sagen, ja, es fühlt sich großartig an, fantastisch. Wunderbar, jetzt kann ich aufstehen, wann ich will und ich kann hingehen, wo ich will und so weiter. Aber ich frage, ist das Freiheit? Nein, es ist keine Freiheit. Du hast Erleichterung gewählt anstatt von Freiheit. Und diese Erleichterung ist nur vorübergehend. Der Verstand selbst sagt, komm wieder zu Mami, schau mal, was dir beinahe passiert wäre. Komm zu mir. Der Verstand wird dich sehr nett behandeln, eine Zeit lang zumindest. Das passiert. Und ich möchte nur sicherstellen, wenn du sagst, ich habe die Suche aufgegeben, derjenige, der die Selbsterforschung, die Selbstergründung begonnen hat, wird die Selbstergründung nicht beenden, sondern wird davon beendet werden.
Es ist nicht so, dass du wählst, es aufzugeben, sondern es gibt dich auf. Wenn du dich dafür entscheidest, es aufzugeben, dann behältst du dich und ich schaue mir dich an und frage dich, wer bist du? Bist du frei? Und wenn du dann davon frei bist, dann sagst du, das war gut, das war sehr gutes Timing, genau der richtige Zeitpunkt. Es ist nicht so, dass du es aufgegeben hast, es fällt einfach weg, etwas passiert. Eine Zeit lang war es sehr populär, besonders für Menschen, die also auf dem non-dualen Weg sind, dass sie gesagt haben, oh, als ich die Suche aufgegeben habe, als ich das aufgegeben habe, da ist alles anders geworden. Aber trotzdem geht von ihnen dieser Geruch der Person aus. Und ich möchte wissen, ob du einer von ihnen bist, als du es aufgegeben hast. Warum hast du gelitten? Weil ich dachte, ich wäre schlau genug, meine Intelligenz zu benutzen und schlau genug, meinen Verstand zu kontrollieren und die Gedanken gehen zu lassen. Aber wenn ich aufgehört habe, zu versuchen, meinen Gedanken zu kontrollieren, ich habe nicht die Suche aufgegeben, aber da war ein großer Schmerz in mir. Ich habe mir etwas ausgedacht und danach gesucht. Und als ich diese Suche aufgegeben habe, also das möchte ich verstehen, als du deine Suche aufgegeben hast oder deine Arroganz aufgegeben hast, vielleicht beides. Wenn du zuerst deine Arroganz aufgegeben hast, dann würde die Suche erblühen zu etwas sehr, sehr Schönem. Wenn du die Arroganz fallen lässt, dann wirst die Suche dich zu etwas sehr Schönem führen, weil die Arroganz das Leiden erschafft. Die Arroganz lässt das Leiden fortwähren und dir das Gefühl geben, ich komme nirgendwo hin und ich benutze meine Intelligenz und ich komme irgendwo hin, aber du wirst sehen, das ist Arroganz. Jedes Mal wirst du weicher, weil dir die Arroganz ins Gesicht schlägt und dann musst du dich verbeugen und das aufgeben und du wirst leer sein von Arroganz und die Suche wird zu etwas sehr Schönem und du wirst es nicht mehr nach einer Suche benennen. Es wird sich verwandeln in Liebe und in eine Freude und nicht nur einfach Suche. Weil die Wahrheit sich selbst offenbaren möchte und seine Schönheit zu manifestieren. Und so ein Gefährt, jemand, der frei von Arroganz ist, ist ein sehr effizientes Gefährt. Und das wird das Schönste sein. Die Suche bewirkt, dass du das Falsche selbst abgibst und loslässt. Every day I feel it's annoying to get back to the person. Jeden Tag spüre ich, dass es mich sehr ärgert, zur Person zurückzukehren. Ich habe das Gefühl, das passt nicht mehr zu mir. Sorry, ich weiß nicht, ob es der Lautsprecher ist, aber ich höre gerade nicht so gut. Sag nochmal. Jeden Tag spüre ich oder habe ich das Gefühl, dass die Person nicht mehr zu mir passt. Ja, sie passt nicht mehr zu mir. Füttert dich nicht mehr? F-I-T. Fit. Yeah. Zu dir passen. Aha. Okay. So. This is what I feel. Also das, ich habe das Gefühl, dass das so ist. Es ist sehr ermüdend,
diese Person wieder zu benutzen. Well, actually, if it is redundant, also tatsächlich ist es so, wenn sie verbrannt ist, dann taucht sie gar nicht mehr auf. Es ist nicht so, dass sie nicht mehr passt, sondern sie existiert nicht. Da ist nichts mit passen oder nicht mehr passen. Das ist ein überflüssiges Konzept. Wenn ein Konzept überflüssig ist, kannst du nicht zum Konzeptfriedhof gehen und es da wieder ausgraben, sondern es existiert einfach nicht. Es ist leer. Das Ego verschwindet. Seine Nicht-Realität wird offengelegt und nur du bist übrig. Wenn ich Ich sage, dann ist es nur Bewusstsein, das Gefühl der Gegenwärtigkeit. Es ist nicht so, als wenn es eine Form wäre. Du hast keine psychische Fotografie von dir selbst. Just for convenience, you may mention. Yes, you know, I like this or like that, but inside. Oberflächlich sagst du, ich mag das und ich mag dies, aber in dir drin kommen diese Wörter einfach nur aus der großen Weite. Who is looking out from behind those eyes? Wer schaut hinter diesen Augen hinaus? Es ist die Unendlichkeit, die hinausschaut durch diese Linse. Behind is the infinite. Dahinter ist das Unendliche. Is the finite. Und davor ist das Begrenzte im Unbegrenzten. But you can't speak like that. Aber so kannst du nicht sprechen. It's not sociable. Es ist nicht gesellschaftsfähig. Du bemerkst nur, dass in deinem Beobachten eine Freude erscheint. Die Welt ist kein Puzzle mehr für dich. Eine Suppe von Emotionen und Empfindungen. As things come in front of you, wenn Sachen vor dir auftauchen, dann findet vielleicht Austausch statt. Du beobachtest Aktionen, Reaktionen, aber diese passieren alle nur spontan. When people ask you to think, wenn Leute dir sagen, kannst du da drüber nachdenken, dann weißt du nicht genau, wie das gehen soll. Und du musst so tun, als wenn du drüber nachdenkst. Aber es ist nicht Denken. Oder wenn Gedanken kommen, dann kommen sie nicht mehr mit einem üblen Geruch. Selbst wenn sie dumm sind, es bedeutet überhaupt nichts. Sie können dir nichts antun. Und trotzdem ist da keine Arroganz. Du kannst mit verschiedenen Wesen auf verschiedenen Ebenen der Reife kommunizieren, ohne groß über sie nachzuforschen, einfach nur spontan. Etwas entspricht dem, was in jedem Moment gebraucht wird, ohne Techniken, ohne Strategien. So ist einfach die Natur des Seins. It is like the infinite. Es ist so, als wenn is within the finite. Das Unendliche im Endlichen ist. Invisible. Du bist das Unsichtbare im Sichtbaren. The formless. Das Formlose in der Form oder so etwas. But don't speak about Aber spreche nicht darüber mit niemandem. Quietly keep just enjoying the sweetness, the ripening. Genieße einfach still das Heranreifen. Und sehr wenige Leute können in diesem Bereich der Subtilität mit dir darüber kommunizieren. Und wenn du
Wenn du mit anderen darüber sprechen möchtest, dann weiß ich nicht, wie das möglich ist. Weil manche Leute möchten einfach nur sprechen, aber darum geht es hier nicht. So if what you spoke and you wenn said das, yes, was du gesagt hast, also du hast gesagt, mein eigener Ego-Verstand, der hat einfach zu viele Probleme bereitet, aber nicht die Suche. Jeder fängt an zu suchen, aber mit der Zeit wird die Suche einfach zur Liebe. Es bringt so viel Reichtum und schmeißt so viel Müll weg. Es offenbart so viel Raum und Stille. Warum möchtest du das loswerden? Wird einfach die Arroganz los, denn es selbst wird auch die Arroganz loswerden. Und diese falschen Konzepte, es selbst bereinigt all das. Du machst das noch nicht mal, sondern du schaust einfach nur zu und du sagst einfach nur danke, danke, verbrenne mein ganzes Haus. Befreie mich vom Ego und lasse mich mit dir verschmelzen. Wie glücksbeseelt ich bin, dass du mich hier aufgelesen hast und in dir verbrannt hast. Das ist alles, was du sagst. Du bist niemand, der etwas erreicht. Thank you for giving me the feeling of such gratitude. Danke, dass du mir das Gefühl von solcher Dankbarkeit gegeben hast. What could I have done to deserve such grace? Was könnte ich getan haben, um eine solche göttliche Gnade zu erfahren? Vielleicht fängt es so an und selbst dieses Ich wird ausgedünnt werden und verblassen. So it's safe to say it was the way of the search. Say again? Sag's nochmal. It was the way of the search. Not the search itself. Also es war die Art der Suche und nicht der Suche selbst. Not the search itself. Yes. Ja, also die Gnade hat in dir selbst diese Suche ausgelöst. Sie musste dich ein bisschen aufwühlen, damit du nach dem, was wahr ist, strebst. Weil entweder das Unwahre einfach unerträglich für dich geworden ist und so begann eine Suche, ein Drang, ein Streben nach etwas Stabilem, nach etwas Unvergänglichem, nach etwas Konstantem, einer Glückseligkeit, die nicht vorübergeht, einer Freude, die nicht verblasst. Und so wird es immer mehr in dir das Streben aufsteigen. Und je mehr du dich dazu öffnest, umso mehr wirst du in deiner Erfahrung harmonisiert. Du weißt intuitiv, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und sehr schnell kam du in einen Raum, of tremendous silence. Und sehr schnell kommst du in einem Raum von unglaublicher Stille und Sein und solche Freude. Then the search changes title, not search anymore. Und dann wird die Suche umbenannt. Es heißt nicht mehr Suche, es heißt Hunger, es heißt Freude. Don't leave anything unburned. Und du sagst, brenne mich komplett, lass nichts unverbrannt. You're like the moth. Du bist wie die Motte, die zur Flamme fliegt. Once the moth goes to this is liquid wax. He flies in it. Das ist flüssiges Wachs, sobald die Motte da reinfliegt, es gibt keinen Weg zurück. Once he touches this liquid sobald wax, sie nothing dieses flüssige Wachs berührt, kann sie nichts mehr retten. Completely. Und sie wird vollständig verschlungen. Und etwas in dir sagt, nimm mich in dir auf. So wie das.
Und deine Eltern werden das nicht verstehen, vielleicht auch deine Ehefrau nicht und deine Freunde. Was kann dich so stark rufen und so tief in dir innen berühren, dass du dich so in diese Richtung drehst, in so einer tiefen Art und Weise? Wenn du dich umschaust nach Leuten, die dich bestärken in einer Reise, dann wirst du sie vielleicht nicht finden. Und du musst einfach diesen Weg laufen in eine Richtung und in der Begleitung von denen, die dich darin bestärken, als wahre Freundschaft. Actually, it's the other way around. People start to come to me asking, how are you so happy? Ja, Leute fragen mich, warum bist du so glücklich? Things just happen. Aber das passiert einfach nur alles. Yes. You can fly without booking tickets. It can happen like this. So kann es passieren, aber selbst hier musst du manchmal sehr vorsichtig sein. Vielleicht kommen Leute und sagen, vielleicht etwas in dir möchte gerne so sein. Und dann kommen sie sehr schnell zu dir und behandeln dich wie etwas sehr Besonderes. Aber vielleicht musst du selbst das transzendieren. But all the intuition, all the aber all die Intuition, all the right, der Drang, all die richtigen Stimmen, sie sind alle in dir. Alles ist schon in dir. Und wenn du tief zuhörst, dann wirst du diese intuitive Unterscheidungskraft einfach entwickeln und in den richtigen Weg gehen. Es muss nicht notwendigerweise moralisch sein. Aber intuitiv bist du einfach immer nur hier. Das Wichtige ist, du kannst niemals aus dir selbst heraussteigen. Of identity and arrogance, all of that is cut. Und die alte Denkweise von Identität ist einfach nur abgeschnitten, weil nichts kann das höchste Wesen täuschen. Du wirst einfach nur authentischer. Each one is becoming absorbed in its own unique way. Jeder wird in seiner ihm eigenen Weise einfach aufgenommen werden. And for all of us along the path. Für uns alle auf dem Weg, auch wenn die göttliche Gnade mit uns ist, musst du immer ein bisschen aufpassen. Because if the mind smells that there's still, I'm putting it like this, that there's still a little chance. Wenn der Verstand immer noch nach ein bisschen nach einem guten Deal sucht, dann wird der kommen. Through the weakest link, the smallest crack. Durch den kleinsten Spalt wird er wiederkommen. The wise one knows. Aber der Weise weiß. Because you're very coming here. Will help me, weil dein Kommen wird mir zeigen, was ich selbst nicht alleine sehen kann. Weil selbst der Verstand kann ein Lehrer sein. Er hilft dir mit seinen kleinen Tricks. Damit hilft er dir zu sehen. Und sagt niemals, es ist vorbei. Just keep checking in. Schaue immer wieder nach. When we start to count numbers, wenn wir anfangen zu zählen, wie fangen wir an? 1, 2, 3, 4. You are zero. Du bist null. Sei einfach null. So when the numbers are counted for the beings, also wenn die Nummern gezählt werden für die Wesen, dann wirst du nicht damit beinhaltet sein. Du bist die Null. Wenn du verstehst, was ich sage, dann bist du sofortig frei.
You are not a statistic. Du bist keine Statistik. Such immense joy. Such immense joy. So unglaubliche Freude. And yet, even this, you are not attached to it. Und trotzdem even this joy, hältst du nicht daran fest, selbst an dieser Freude. Die Freude möchte einfach mit dir sein. Die Freude sagt, ich schaue überall auf der Welt nach jemandem, mit dem ich sein kann, den ich noch nicht gefunden habe. Bitte lass mich mit dir sein. Ich habe die Geschichte mal erzählt von einem Sufi. Ich mag diese Geschichte. Ein Sufi-Meister meditiert und auf einmal befindet er sich an der Tür von Allah. Eine Stimme sagt, wer ist es? Und er sagt, ich bin es, mein Herr. Und die Stimme sagt, geh weg. Hier ist kein Platz für zwei. Oh nein, Allah hat mich zurückgewiesen, er hat mich rausgeschmissen. Oh Gott, was machst du, wenn du von Gott rausgeschmissen wirst? Und er meditiert wieder. Again, he finds himself at the door of und er Allah. Steht wieder an der Tür von Allah. Tup, tup, tup. Who Wer ist es? It is you, my Lord. Du bist es, mein Herr. Ah, come in. Ah, komm herein, ich habe auf dich gewartet. Not two. Nicht zwei. Not Nicht one. Eins. Zero for you. Null für dich. Zero beyond the concept of zero. Null jenseits vom Konzept von Null. What is the opinion of zero? Was ist die Meinung der Null? Danke dir. Noch einer. Wer kommt? Namaste, Muji. Namaste, Muji. Ich bin es leid, zu laufen, wegzulaufen. Ich möchte dem ein Ende setzen. Was sagst du? Ich bin es leid, wegzulaufen, zu laufen. Ich möchte dem ein vollständiges Ende setzen, genau jetzt. Yes.
Full stop comes after sentence, at the end of sentence. Also er macht jetzt ein Wortspiel, einen Punkt, ein vollständiges Ende, steht am Ende eines Satzes. Also eine Bewegung wird mit einem Punkt beendet. But in life, you know, generally we don't know full stop. Change. Aber im Leben, da wissen wir nicht genau, was das ist, der vollständige Stillstand, der Punkt. Da gibt es Veränderung. Was ist das? The full stop you are speaking dieser about. Vollständige Halt, der Punkt, über It's den du redest, the one who has transcended der identity. Trifft nur auf denjenigen zu, der die Identität transzendiert hat, überwunden hat. How to transcend Wie transzendierst du Identität? Mind is Denn identity. Der Verstand ist Identität. Mind doesn't want to stop. Der Verstand will nicht anhalten. He doesn't want to stop. Er will nicht anhalten. So therefore, in the daytime, mind can hardly stop for most Den meisten Leuten geht es so, dass der Verstand während des Tages kaum anhalten kann. Deshalb hat Gott dir den Schlaf gegeben, damit du deinen Verstand ausruhen kannst. One must be like you are in deep sleep. Man sagt, dass du so im Wachzustand so sein musst, wie du im Tiefschlaf bist. Das ist nicht einfach zu vermitteln. Es bedeutet, dass dein Körper irgendwie agiert, auch reagiert, sich bewegt, sogar Gedanken sich bewegen, die dürfen sich bewegen. Du jedoch die Stille dort dahinter bist. Es ist bereits eine Tatsache. Es geht aber darum, wo du dein Ich ansiedelst. Wenn dein Ich als der Körper angesiedelt wird, heißt es immer, ich tue, ich mache, ich gehe. Aber wenn das Ich als Verstand angesiedelt wird, dann macht es dies und jenes. Wenn das Ich jedoch als Bewusstsein gesehen wird, was passiert dann? Es hängt also davon ab, wo sich das Ich angesiedelt wird. Wenn das Ich heißt, ich bin der Körper, dann... Wenn ich die Person bin, der Verstand, das Gleiche, dann bewegt es sich immer. Wenn ich Bewusstsein bin, was bedeutet Bewusstsein sogar? Was ist das? Then you merely observe the functioning of the manifestation. Dann beobachtest du einfach nur das Funktionieren von allem, was sich manifestiert, inklusive deines eigenen Körpers und auch deines eigenen Atems. Das umfasst auch dein eigenes Schauen. Das ist auch ein Teil des manifesten Funktionierens, dessen, was sich abspielt. Der Beobachter jedoch bewegt sich nicht. Is not unmoving by effort. Und zwar ist es nicht so, dass es ihn Anstrengung kostet, sich nicht zu bewegen. There's nobody being da still. Gibt es niemand, der still bleibt. There is peace, but there's no es gibt dort Frieden, aber keinen Friedenshüter. Es ist einfach nur Where hier. You go to find this? Wohin wirst du gehen, um das zu finden? So again, the same exercise. We can also noch einmal die gleiche Übung. Wir können sie alle gemeinsam tun. Du kannst also sehen, wie sich dein Körper und dein Verstand bewegen. Du kannst all diese Dinge sehen. Und normalerweise identifizierst du dich mit ihnen und sagst dann, ich tue sie. In your sleep, im Schlaf bewegst du dich manchmal. Sagst du dann, ich tue es? Nein, es bewegt sich einfach. In the daytime, because während des Tages, weil du Absichten hegst, sagst du, ja, ich komme, ich gehe, ich denke und so weiter. Aber da ist ein Gewahrsein dessen, ein Gewahrsein, das gegenwärtig ist. Du musst dich im Gewahrsein selbst ansiedeln, als Gewahrsein selbst. Und Dinge wie, ich renne und ich muss anhalten, all das wird dann aufhören. Es wird irrelevant, es wird unbedeutend, es wird seine Bedeutung verlieren. Du bist einfach natürlich dein Selbst. Es macht keinen Unterschied für dich, ob du rennst oder gehst oder verstehst, denn du bist einfach das Gewahrsein selbst. But we have to move beyond my speech. Aber wir müssen für dich über meine Rede hinausgehen. It will not be enough. Was ich gesagt habe, wird nicht genug sein.
Maybe the intellect takes it. Vielleicht greift der Verstand es auf, der Intellekt, yes, und sagt, ja, das sehe ich, ich verstehe es. I see. But it's not sufficient medicine. Aber das, diese Medizin reicht nicht aus. What is going to convert it into experience? Was wird es in Erfahrung verwandeln? Maybe you can open up more, tell me something. Vielleicht kannst du dich ein wenig mehr öffnen, mir etwas mehr sagen, damit ich gemeinsam mit dir es anschauen kann. Wir können das in wenigen Minuten tun. Glimpses of this. Ich habe oft einen Blick darauf erhascht. Du sagst, du hast viele Blicke erhascht. Von was hast du es erhascht? Von dieser Stille. Very peaceful. Es ist sehr friedlich und zeitlos. Aber dann komme ich wieder zur Person zurück wie ein Reflex. Also das Ich Bin geht zur Person zurück. Ist es wie eine Bewegung, die gesehen wird oder nicht? Du sagst, aber dann gehe ich wieder zur Person zurück. Wird das nicht? Dieses Sehen, also gestern hast du gesagt, du hast über diese Möwe gesprochen, die sich also nach unten wirft, das war so reibungslos. Also ich bringe mich selbst in Schwierigkeiten, dann erst kommt das Problem. Wenn ich im friedlichen Zustand bin, aber wenn ich mich dann auf etwas stürze, wenn ich nach... Was meinst du damit, wenn du dich auf etwas stürzt? Also... Ich bin vielleicht einige Tage in diesem Frieden, ja, und dann ganz plötzlich. Yes, yes. Ja, ja, jetzt verstehe ich. Also, du sitzt im Baum, du bist friedlich. Ja, und dann im Leben, dann ich nehme etwas auf, dann bringe ich mich in Schwierigkeiten. Ich erkenne das. Yes. You know what the sage is in this story? You know what the sage is in this story? Weißt du, wer der Weise ist in dieser Geschichte? He's not the bird. Er ist nicht der Vogel im Baum. You know where the Buddha is in this story? Weißt du, wo der Buddha ist in dieser Geschichte? Er ist nicht der Vogel im Baum. He watches all of that. Er beobachtet all das. He is not identified with the bird. Er ist nicht identifiziert mit dem Vogel. He sees the bird is an old dream. Er sieht, dass der Vogel ein alter Traum ist. And the bird's attraction is all old dream. Und dass die Anziehung für den Vogel, dass auch das ein alter Traum ist. Er fliegt nirgendwo herunter und fliegt auch nirgendwohin wieder hoch. Er hat die Fähigkeit, all dies zu sehen. Das ist der Buddha in der Geschichte. Ich habe ihn nicht einmal benannt, ich habe ihn nicht erwähnt. Er ist in jeder Geschichte, aber niemand erwähnt ihn. Verstehst du, was ich sage? Du identifizierst dich mit dem Vogel. Und natürlich sage ich zuerst, ich erzähle also diese Geschichte von diesem Vogel, der sehr zufrieden ist. Dann sieht er etwas, das seine Aufmerksamkeit erregt, und er stürzt sich herunter. Es macht Spaß. Er schnappt sich, was er gesehen hat, und er denkt jetzt, jetzt werde ich das genießen. Aber er hat nicht bemerkt, dass andere Dinge ebenfalls genießen wollen. Und dann fliegt er auf und er wird gejagt. Und du hast dich mit dem Vogel identifiziert. This story, you're going to say, once upon a time, I was that bird. Es war einmal, sagst du, ich war einmal dieser Vogel. Ich habe mich einmal als dieser Vogel identifiziert. Aber jetzt ist das ein alter Traum. Ich war niemals ein Vogel. Once upon a time, I was that fish. Ich war einmal dieser Fisch. Once upon a time, I was the other birds chasing. Und ich war auch einmal dieser anderen Vögel, die den ersten Vogel jagen. But now none of this is Aber jetzt ist nichts von diesen Dingen ich. Es ist alles ein alter Traum. Ich habe keine Geschichte. Ich habe keine Vergangenheit. Ich habe keine Zukunft. Ich habe keinen Wunsch, kein Verlangen. Ich wurde nicht geboren. Ich kann nicht sterben. Für mich gibt es keine andere.
You are not the bird in the du bist nicht der Vogel in der Geschichte. Du bist der Buddha. But he's not mentioned. Aber er wird nicht erwähnt in der Geschichte. Because he's not a part denn er ist kein Teil der Geschichte. He's apart from the er story. Ist jenseits But der Geschichte, aber die Geschichte kann nicht ohne ihn sein. Who understands? Wer versteht das? Sehr gut. That is the one who is awake. Das ist derjenige, der wach ist, der erwacht ist. For a while you were used to it. Eine Zeit lang warst du daran gewöhnt. I gave another ich hätte ein anderes Beispiel erwähnt. Imagine stell dir a tree. Einen Baum vor. And on one branch, auf einem Zweig, habe ich gesagt, da sitzt ein Vogel und der baut ein Nest. Und ab und zu, da fliegt er davon und er holt mehr Zweige. Er baut ein Nest. Dieser Vogel repräsentiert einen Aspekt oder eine Phase in unserem Leben, wenn wir unser Leben aufbauen. Das ist dieses Aufbauen für die Zukunft, eine Familie haben, Kinder aufziehen, unsere Karriere verfolgen, kreativer werden. All diese Dinge, das ist der erste Vogel, der ein Nest baut. Auf einem Zweig, gerade genau über dem ersten Vogel, sitzt ein zweiter Vogel, ein identischer Vogel. Is not building anything. Aber dieser Vogel baut nichts. Er schaut looking. Nur. Er schaut nur. Okay. He can see the er kann den ersten Vogel sehen. Aber nicht nur den ersten Vogel, er kann auch den Wind spüren und den Himmel sehen und den Ozean. Aber er sieht den ersten Vogel. Aber er tut nichts. Wer ist dieser zweite Vogel? The second bird. Is like the observer within es ist you, so etwas wie der Beobachter in dir, der die Phase, position. Die Position des ersten There's Vogels beobachtet. Also ein Zeuge, ein Beobachter, der wahrnimmt, wie sich dein Leben entfaltet, deine Träume, deine Hoffnungen see, sieht, deine Gespräche, das, mit dem du deine Zeit verbringst. Er wird in der Gegenwart dieser Intelligenz ausgelebt. Dieser zweite Vogel schaut einfach nur. Can you locate yourself in kannst du dich selbst in diesem Bild ausfindig machen? But then I said, aber dann habe ich gesagt, hier hört es noch nicht auf. Then somebody said, oh, third dann bird. Hat jemand gesagt, said, nein, nein, ein dritter Vogel. Nein, nein, sage ich, kein dritter Vogel. When both birds wenn are beide Vögel wahrgenommen werden, the first bird who is making the life. Der erste Vogel, der das Leben baut, das Leben schafft, dein dynamisches Leben und der Beobachter deines dynamischen Lebens und der Beobachter dieses Beobachters. Das, was beides wahrnimmt, ist kein Vogel, ist selbst kein Vogel. Es ist reiner Geist. All these three things mentioned. Alle diese drei Dinge, die erwähnt worden sind, sind hier in diesem Körper. Größtenteils leben viele Menschen, vielleicht die meisten, in der Position des ersten Vogels. Von der Geburt bis zum Tod bauen wir. Alles, was wir schaffen, was wir aufbauen, da geht es um Zeit. Alles wird von Zeit berührt. Und die Zeit sagt, alles, was du siehst, alles, was du schmeckst, gehört mir. Ich fresse all das auf. And you, who think you are this person, I will und du, der du denkst, der du glaubst, diese Person zu sein, ich werde dich auch verschlingen. Das Einzige, was du als Zeit nicht verschlingen kannst, ist das Gewahrsein selbst. From where I myself am und von dort aus werde ich selbst projiziert. So, if you want to transcend wenn du die Zeit transzendieren willst, if you want to discover the wenn truth, du die Wahrheit entdecken willst, you have to find the awareness dann that musst you du das Gewahrsein finden, was in du bist, time itself is not a in principle. Dem Zeit selbst kein Prinzip It is ist, sondern nur ein Mittel des manifesten Bewusstseins. Where is this wo ist dieses Gewahrsein? It is here. Es ist hier. Try not to be aware. Versuche einmal
nicht gewahr zu sein. It is everywhere. Es ist überall. But it is not a person. Aber es ist keine Person. It has no tasks. Es hat keine Aufgaben zu And tun. Yet at the same time, Und it gleichzeitig manifestiert es das Gefühl einer Person. Es spielt, sich aus als eine Person, als die Gegenwart, denn niemand kann ohne das sein. Und dennoch ist es auch jenseits davon. Du kannst sagen, dass du in relativer Hinsicht eine Person bist. Du bist das Sein und dennoch bist du gleichzeitig absolut auch das absolute Gewahrsein. Aber das können keine Wörter bleiben, sie müssen gesehen, es muss gesehen werden. Und Dinge wie, ich muss langsamer werden, ich muss aufhören damit, machen dann, haben keine Bedeutung mehr. Jede Richtung, in der du gehst, du befindest dich immer am richtigen Ort. Sogar wenn du Fehler passieren, sind sie perfekt. Sie werden perfekt gemacht, diese Fehler. Weil du von ihnen, aus ihnen lernen wirst, weil du dich selbst in ihnen sehen wirst. The thing is that we are all addicts. Wir sind alle süchtig. All Wir sind alle abhängige Junkies. And what is the addiction? Und was ist unsere Sucht? To I. Wir sind süchtig nach dem Ich. To I person. Nach der Ich-Person. Attachment to Wir haften an dem Ich, an dem Mich-Mein, an der Person, an der Personheit, an dem Ich selbst. Das ist das Kennwort, um dieses Feld des Erlebens zu betreten. Das Sein, also das, bevor sich Ich gebildet hat, hat Ich als Kennwort angenommen, hat also den Darshan von Ich angenommen und sich multipliziert. Und es genießt dieses Spiel, aber es leidet auch und es braucht beides, um aufzuwachen, um zu seinem ursprünglichen Selbst aufzuwachen. Das ist eine wahrhaftige Implikation dieses Vogels, den du zurzeit benutzt hast, derjenige, der sich also heruntergestützt hat, um den Fisch aufzupicken. Aber es war kein Fisch, den er sich geschnappt hat, sondern er hat sich Ärger eingehandelt. Und als er dann seine Mahlzeit losgelassen hat, hat er sein Problem, seinen Ärger losgelassen. Aber es liegt in seiner Natur, nach Fisch Ausschau zu halten. Und wenn er dann Fische findet, dann ist es manchmal eine vergnügliche Mahlzeit und manchmal bereitet es Schwierigkeiten. Und er muss die Unterscheidung dafür entwickeln. You must come to this top. Du musst zu diesem Halt kommen. You will do it. Du wirst es tun. You have to come to see you are not the one that comes and goes. Du musst dahin kommen, dass du erkennst, dass du nicht derjenige bist, der kommt und geht. Eine Zeit lang können wir gar nicht anders, als uns damit zu identifizieren. Aber du wirst auch das transzendieren. Wir haben jetzt nur noch 2 Minuten. Wir wollen es in 2 Minuten erledigen. Wie? Wie werden wir das schaffen? Lass es uns in 1 Minute tun. Wie werden wir es in 1 Minute schaffen? Wir werden keine Zeit haben, um etwas zu üben. Wir müssen es ohne Übung machen. Lass jede Anstrengung los. Wir haben jetzt keine Zeit für Anstrengung. Lass jede Bemühung los. Es ist keine Zeit für Bemühung mehr. Tu es jetzt. Lass jegliche Anstrengung los. Lass jegliche Idee los.
and don't pick up any new ideas. Und such dir keine neuen Ideen. Nimm keine neuen Ideen auf. You are before numbers, before counting. Du bist vor Zahlen, vor Zählen. Be at the place of zero. Sei am Ort der Null. You have 10 du hast seconds. 10 Sekunden dafür. Maybe you don't need any more. Vielleicht brauchst du noch nicht einmal 10 Sekunden. No imagination is required. Dafür brauchst du keine Fantasie, keine Vorstellungskraft. No event. Kein Ereignis ist notwendig. Time out. Time out. Jetzt. No. Jetzt. Danke. Dank dir. Sehr gut.
Karate, ja? Just want to have you.